Wenn sich der Hund da verheddert mit der Leine, so wie das die Kanoli gerade macht, kann man natürlich jetzt jedes Mal stehen bleiben, den Fuß heben und die Leine hervorholen. Oder man kann es den Hund versuchen selber lösen zu lassen, damit man nicht die nächsten 15 Jahre das macht, indem man die Leine ein bisschen locker macht, dass sie nicht mehr oben am Gelenk hängt, da unten ankommt und auf Spannung macht die Leine. Ja? Und dann halt man gegen den Fuß. Ja, ja, ganz leicht. Und siehe da, sie hebt den und in dem Moment lassen wir locker. Ja, das machen wir auch zwei, drei Tage und der Hund weiß, was er zu tun hat. Also, wir schauen, dass das Richtung Boden geht, die Leine. Machen wir auf Spannung, dass der Fuß auf Spannung kommt. Sie hebt den und passt schon. Ja. Und das macht es dann automatisch, wenn es sieht, dass die Leine verheddert ist. Tut es automatisch das Bein so heben und versucht, selber rauszukommen. Ja?